Die Gerichtssprache ist Deutsch. Freunde, wenn ihr Jura studiert, dann werdet ihr mit der deutschen Sprache so präzise werden, wie ein verfickter Chirurg mit seinem Skalpell präzise ist. Viel Spaß. Bei einem guten Kumpel von mir ist es sogar seiner Mom aufgefallen. Der hat sich nach 3-4 Jahren Studium mal wieder irgendwie mit seiner Mom gestritten, also low-key irgendeine kleine Auseinandersetzung gehabt. Und dann hat seine Mom irgendwann gesagt, ey, hör auf, dich zu streiten wie ein Jurist. Und was sie damit gemeint hat, war, er hat nicht irgendwie emotional sie angeschrien oder gar irgendwelche anderen Themen aufgebracht, sondern er hat einfach nur komplett sachlich genau ihre Argumente widerlegt und seinen Standpunkt klar gemacht, sodass sie nichts mehr dagegen tun konnte. Außer eben irgendwann zu sagen, ey, hör auf, dich zu streiten wie ein Jurist. Und genau solche Sachen werden dir auch passieren. Wenn du Jura studierst, dann wirst du in der deutschen Sprache so mächtig werden wie kaum jemand. Ich weiß, ich rede jetzt eher wie ein Bauer, aber in einer Auseinandersetzung, wenn es um einen Streitpunkt geht, diesen darzulegen und vor allem auch in einer Auseinandersetzung den eigenen Standpunkt zu untermauern und den Standpunkt des Gegners anzugreifen, dann wirst du so unfassbar stark, weil deine Sprache viel präziser wird als die Sprache des anderen. Das Einzige, was da noch stört, ist, wenn das Gegenüber nicht mithalten kann und einfach das Ganze dann auf eine emotionale Ebene zieht oder einfach sachlich überhaupt nicht hinterherkommt. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wenn du Bock hast, mit der deutschen Sprache extrem mächtig zu werden, dann schreib dich ein, dann studier Jura. Oder wie K1 sagen würde, du studierst Mathe, ich studiere Bitches, ich komme in die Disco rein, jeder Blick trifft mich. Wenn du gut aufs Jurastudium vorbereitet sein willst, abonniere den verfickten Kanal und folge mir auf Instagram. Bis nächste Woche.